Festspielpräsident Hans-Peter Metzler. Wie zufrieden sind Sie mit dem laufenden bzw. fast vergangenen Jahr? Ja, das Jubiläumsjahr, 70 Jahre Brengzer Festspiele, verlief bis dato großartig. Wir sind ganz glücklich. Das liegt daran, dass die Programmierung offensichtlich nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Aufnahme beim Publikum sehr erfolgreich war. Herr Diem, wie zufrieden sind Sie mit dem finanziellen Erfolg der letzten oder der aktuellen Festspielsaison? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Immer dann, wenn wir diese 200.000 Besuchermarke ankratzen, dieses Jahr haben wir mit 213.000 Besucher das weit übertroffen, dann stimmt natürlich auch der Geldsack. Die Erwartungen waren sehr, sehr groß. Die Erwartungen waren natürlich auch begründeterweise sehr groß. Wir hatten im ersten Jahr sehr, sehr hohe Auslastung mit 26 Aufführungen. Deshalb haben wir im zweiten Jahr mehr Aufführungen hineingegeben in den Verkauf, üblicherweise machen bei Puccini oder Verdi, nämlich 24. Und mit 94% Auslastung haben wir das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Eine sehr, sehr hohe Besucherzahl und vor allem sehr, sehr zufriedene Besucher. Intendantin Elisabeth Sobotka, unter Ihrer Regie wurde euch das zeitgenössische Musiktheater stärker in den Fokus gestellt. Wie geht es nun damit weiter? Das war von Anfang an, seitdem die Werkstattbühne bespielt wird, war das immer ein zentraler Bestandteil. Und es ist mir sehr, sehr wichtig und wir haben ein ganz besonders spannendes Projekt für das nächste Jahr, das wir ja schon, sagen wir, auch unter Begleitung vom Publikum begonnen haben. Das ist das Opernatelier To the Lighthouse, eine Komposition von Cisse Seglers, wo Interessierte schon bisher in vier Einblicken, wie wir diese Veranstaltungen genannt haben, die Entstehung eines Musiktheaters wirklich live direkt miterleben können. Und ich glaube, dadurch auch eine nähere Beziehung entwickeln können und wahrscheinlich auch dann wirklich bei der Aufführung tiefer eindringen können. Nun gibt es zwar viele Orte, wo Sie spielen können, aber die Zeit ist doch immer knapp. Was bringt hier die Zukunft? Es ist gar nicht so sehr die Zeit, sondern es ist eine Verteilung der Mittel und der Ressourcen. Ich wurde oft gefragt, warum wir Hamlet nicht öfter gespielt haben. Und da kann ich nur darauf sagen, wenn wir Hamlet öfter spielen, müsste ich auf ein anderes Stück verzichten, weil wir ja alle unsere künstlerischen Programme abseits des Sees vom See finanzieren. Und da haben wir uns auch gemeinsam im Team entschieden, uns ist die Vielfalt wichtiger, als dass wir ein Stück öfter präsentieren können. Ich glaube, bei Turandot waren wir sehr stark am Plafond. Wir haben unsere Hausaufgaben, nämlich die Qualität der Produktion, nochmal verbessert im zweiten Jahr. Und es reicht uns. 24 Aufführungen mit 94% ausgelastet. Das reicht. Im nächsten Jahr mit Carmen gehen wir gleich im ersten Jahr mit 28 Aufführungen in den Verkauf. Und dort sieht man dann auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Produktionen. Rein vom Namen her, Carmen ist der bedeutend größere Name wie Turandot. Also, was dürfen sich die Festspielbesucher vom Jahr 2017 erwarten? Auf der Seebühne Carmen. Das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Bühnenbild und ich freue mich schon, wenn die Bühne wieder aus dem See entstehen oder erstehen wird. Und im Festspielhaus, glaube ich, eine ganz theatralisch spannende Umsetzung von Moseni Cittor. Eine tragische Rossini-Oper, nicht oft gespielt. Sehr große szenische Herausforderung. Der Gang durch das Rote Meer ist eine ganz wichtige Szene, die bis jetzt, glaube ich, noch nie zufriedenstellend umgesetzt wurde. Und wir haben in der Kombination mit einer modernen Puppenspieltruppe und dem großen Opernapparat, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Kombination gefunden, um dieses Stück heute zu erzählen.